It's Derby Time in England. Der sechste Premier League Spieltag gönnt uns gleich drei Derbys. Neben mir sitzt Jan-Hendrik Luft und wir beginnen mit der Partie FC Chelsea gegen den FC Arsenal. Auch das Duell José Mourinho gegen Arsene Wenger. Und da gibt es eine Vorgeschichte. Da gibt es nicht nur eine Vorgeschichte, gibt es ja immer schon mehrere Vorgeschichten seit Jahren. Die beiden mögen sich nicht gerne, Giftpfeile fliegen die ganze Zeit hin und her zwischen den beiden. Zuletzt dann meinte Mourinho, wenn er 8 Jahre lang mit Chelsea nichts gewinnen würde, dann würde er gehen und nicht zurückkehren. In Anlehnung daran, dass Wengers Erfolge in den letzten Jahren mit Arsenal nicht so viele gewesen sind. Ein Erfolg gab es im August, im Community Shield haben sie gewonnen, Arsenal 1-0 gegen Chelsea. Mourinho gab allen Spielern die Hand, nur Wenger nicht. Da ist wieder mal, wird es wieder richtig schön, ja, spannend sein, da wird es knistern zwischen den beiden. Gab ja auch im Oktober letzten Jahres das Handgemenge am Spielfeldrand. Da wird wieder eine Menge los sein in London. Arsenal hat die letzten 7 Spiele in der Liga gegen Chelsea nicht gewinnen können. Wird schwer jetzt am Wochenende. Wird schwer, zumal sie nur in 2 dieser 7 Duelle überhaupt ein Tor gemacht haben. Wird ganz schwierig, besonders unter dem Aspekt Arsenal jetzt gegen Chelsea und dann im Ligapokal das nächste Derby gleich und das meiner Meinung nach verbittertere Derby mit den Tottenham Hotspur. Da wird jetzt einfach, es wird sehr, sehr entscheidend sein, wie die nächsten Wochen jetzt einfach laufen, weil da kann man sich gegen Chelsea und auch gegen Tottenham viel verbauen oder viel aufbauen. Wir verlassen London und blicken nach Birmingham zum nächsten Derby. Da spielt Aston Villa gegen West Bromwich Albion und Aston Villa hat eine sehr ähnliche Situation wie Arsenal. Genau, denn am Wochenende das vermeintlich kleine Derby in der Liga gegen West Bromwich und dann am Dienstag im Ligapokal das richtige Birmingham Derby zwischen Aston Villa und den Blues, Birmingham City, aktuell Zweitligist. Aber natürlich, erstmal Fokus jetzt auf Wochenende gegen West Bromwich. Julian Lescott kommt mit Aston Villa, jetzt gegen seinen Ex-Club am Deadline Day, wechselt er von den Baggies zu den Villains rüber. Und ja, das wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie Aston Villa diese beiden Partien bestreiten wird. Auch ähnliche Situation wie bei Arsenal, da kann viel aufgebaut werden oder auch viel zerstört werden in diesen beiden Duellen. Tim Sherwood hat ja letztes Jahr Aston Villa übernommen und galt so ein bisschen als Feuerwehrmann bei Tottenham, hatte aber die beste Quote von allen Tottenham-Trainern und musste trotzdem seinen Platz räumen für Pochettino. Wie siehst du Tim Sherwood? Ist er wirklich nur ein Feuerwehrmann oder ist er sogar mehr? Kann er aus Aston Villa mehr rausholen? Ich finde, das hat er in der letzten Saison eigentlich ganz gut bewiesen. Als er kam, war Aston Villa auf Platz 19 und führte den Club dann im Anschluss noch aus dem Tabellenkeller und ins FA-Cup-Finale, was da gegen Arsenal dann verloren gegangen ist. Aber wenn du schon Tim Sherwood erwähnst, die ersten beiden Duelle hat er verloren. Also die ersten beiden Spiele mit Aston Villa hatte er verloren. Und dann kam West Bromwich, erst in der Liga, dann im Pokal, jeweils zu Hause. Und Aston Villa gewann beide Duelle gegen West Bromwich und konnte somit den Weg ebnen für den Klassenerhalt, der zwar natürlich erst sehr spät kam, aber auch gleichzeitig im FA-Cup den Weg in Richtung Finale. Und deswegen glaube ich, Tim Sherwood hat da schon eine gute Richtung vorgegeben, haben gute Leute geholt und das wird man einfach mal sehen. Also ich glaube, dass Aston Villa sich in dieser Saison definitiv verbessern wird und auch in meinen Augen sicherlich nicht gegen Abstieg spielen werden. Am nächsten Tag ist das nächste Londoner Derby auf dem Spielplan und zwar spielen die Tottenham Hotspurs gegen Crystal Palace. Tottenham Hotspur muss sich noch ein bisschen steigern, muss sich noch ein bisschen in die Saison reinfinden. Crystal Palace ist gut gestartet. Wie siehst du diese Partie? Ist natürlich jetzt nicht das größte Londoner Derby, aber klar, sehr, sehr interessant. Gerade aufgrund dessen dieser verschiedenen Spielweisen. Irgendwie auch dann irgendwie Tottenham, die Nummer 3 in London. Und dann kommt irgendwie langsam Crystal Palace, die halt eben von unten so ein bisschen dem Abstiegskampf entronnen sind, mit tollen Spielern geholt haben. Johan Cabay, ich hatte es letzte Woche gesagt, hat man einfach richtig gute Leute sich geholt und will jetzt oben weiter oben angreifen. Und da ist natürlich der erste Londoner Gegner durch Tottenham. Und da hat man natürlich jetzt ein ganz spannendes Duell am Wochenende auf jeden Fall. Das Duell findet an der White Hart Lane statt und da hat Crystal Palace Chancen. Auf jeden Fall. Also klar, wenn man die Auswärtsbilanz von Crystal Palace im Jahr 2015 sieht, die ist echt gut. 8 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen nur. Das letzte Auswärtsspiel gewann man auch in London beim FC Chelsea. Und jetzt kommt man an die White Hart Lane und will natürlich da angreifen. Tottenham ist aktuell nicht so heimstark und da hat Palace durchaus eine Chance. Auch weil Yannick Bolasie noch da ist. Der wurde nämlich im letzten Sommer, beziehungsweise in der vergangenen Transferperiode, relativ doll von Tottenham gejagt, aber letztendlich hat Crystal Palace geschafft, ihn zu halten. Deswegen auf alle Fälle noch ein großer Pluspunkt, dass man mit ihm da jemanden hat, der auf den Flügeln für Ärger sorgen kann. Ja, wir sind sehr gespannt auf den 6. Spieltag, freuen uns auf eure Kommentare unter dem Video und sagen bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.